Ich nehme natürlich ein Streichholz und einen Brandbeschleuniger, ist klar. Ich hätte eine Zeitung nehmen sollen. Oh Mist, ich habe nur noch Bücher. Ist es zu windig für das Feuer? Ich könnte es doch gerade machen. Hä? Ich habe doch gerade ein Feuer gemacht. Kapiert, wer will. Hier meine Tasse Kaffee. Wird nicht reichen. Oh doch, kann ich eine Tasse heißen Kaffee trinken. Halt, die ist heiß. Ich will einfach nur was Heißes. Oh, schon besser. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe immer noch 5 Grad. Solange ich hier noch Temperatur habe, werde ich... jetzt mal noch einen Kaffee. Solange wir noch Glut haben. Ach, schade. Mit einmal kann ich es wieder. Keine Ahnung. Ach, ist doch egal. Ich trinke noch eine Tasse Kaffee. Ich glaube, für die Heringsmakrele wird es nicht reichen. Mir geht es nur um die Temperatur, dass ich die hochkriege. Versuchen können wir es ja mal. Die Temperatur steigt auf jeden Fall. Und wenn ich die essen könnte, wäre das echt gut. Ach, Menno. Wir machen es einfach nochmal. Ich brate mir jetzt, ich will diese Makrele jetzt garen. Dann wisst ihr warum. Erstens bin ich dann wieder voll. Und zweitens kann ich die essen, dann habe ich 2 Kilo weniger Gewicht. Und ich glaube, das ist viel wert. Okay, 1,3 Kilo. Und das hat noch 400 Kalorien. Passen die bei mir rein? Die passen sogar bei mir rein. Perfekt. Kann ich fast vollständig essen. Jetzt bin ich nur noch bei 37 Kilo. Könnt auch mal gucken, ob meine Kleidung mittlerweile ein bisschen getrocknet ist. Ui, und meine Kleidung ist total nass. 96% nass. 3% gefroren. 33% gefroren. Wie geht's meinem Zustand? Unser Zustand hat sich wieder gebessert. Okay, es ist ausgebrannt. Und es wird dunkel. Das Gute ist, ich kann jetzt langsam wieder laufen. Weil wir jetzt wieder ein bisschen Gewicht verloren haben. Klar, die Temperatur wird weiter sinken.
Das ist die letzte Tageslichtstunde. Ein Unterschlupf wäre jetzt echt was. Ich habe aber zur Not noch die Sturmlaterne. Ich glaube aber, so weit ist es auch gar nicht mehr bis zum Hügel. Und ich habe jetzt ja auch keine Möglichkeit, mich irgendwie unterzustellen. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen dann auch ein paar Tage im Kohlebergwerk verbringen, glaube ich. Die Frage ist, ob es schlauer ist, die Flare zu nehmen oder schlauer ist, die Laterne zu nehmen. Okay, sollte ich jetzt noch zum Auto gehen oder nicht? Allerdings, ich gehe mal ganz kurz zum Auto. Nur, ob ich da vielleicht was finde, was ich brauchen könnte. Ach so, wir haben ein Brecheisen ganz vergessen. Den lasse ich auf jeden Fall hier, den Pullover. Ich kann mir jetzt nicht mehr Gewicht... Oh, die Schmerzmittel nehme ich mit, die könnte ich brauchen. Ich kann mir jetzt nicht mehr Gewicht leisten gerade. Im Auto bleiben kann man leider auch nicht. Streichhölzer da unten lasse ich auch liegen. So, ist das Ding jetzt weg? Sehr gut. Ich mach sie mal an. Ich muss die Mine finden, bevor mich ein Wolf findet und bevor wir erfrieren. Auch schon die Nacht ein. Alles nicht so einfach. Ich glaube, ich muss da lang. So, jetzt los. Hier wieder auf der Straße? Ach nee. Okay, das ist der Weg hoch, das ist gut.
Ich hoffe nur, dass ich mich jetzt nicht verlaufe. Was übrigens sehr leicht passieren kann, wenn man keinerlei Orientierung hat. Ich glaube, wenn man das real erlebt, ist das noch viel schlimmer. Müde wären wir jetzt auch langsam, ist ja auch kein Wunder, es ist Mitternacht. Ne, ist noch nicht Mitternacht, aber... Sehr ärgerlich. Aber jetzt mal ernsthaft, wer rechnet damit, dass der Sturm so extrem lange anhält? Ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe gedacht, der hört wenigstens auf, aber war halt doch schon ein bisschen später, auch von der Zeit her, als ich dachte. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Wölfe jetzt wieder kommen. Das Gute ist, ich kann permanent rennen, weil ich wenigstens das Problem von der Überladung nicht mehr habe. Ich glaube, ich bin schon zu weit. Ich glaube, ich muss da hinten hoch. Könnte richtig sein. Sieht schon mal gut aus. Ich bin mir aber gerade echt unsicher. Es ist falsch. Sah noch gut aus, ist aber trotzdem falsch. Lang dürfte nicht mehr dauern, da müsste die Unterkühlung zuschlagen. Oh, hab ich gehört. Sind das bei 22%. Glücklicherweise habe ich noch ein paar Cafés dabei. So um die 8 Stück. Sollte reichen. Ist das jetzt richtig? Ah, dieser bescheuerte Sturm, ich sehe über. Ich habe überhaupt keine Orientierung in dem. Warum kann ich nicht mehr laufen? Ach so, ich verstehe.
Wir haben gerade das Problem, dass wir zu erschöpft sind. Ich kann trotzdem nicht laufen, warum weiß ich jetzt gar nicht. Aber das sieht richtig aus. Dann halt im Schneckentempo.